Hallo und herzlich willkommen zum Nebel des Todes hier über ja, der Wüste. Wunderbar. Ja, wir spielen Rome Total War 2 in Makedonien. Und ich glaube, wir haben hier. Ach, diese Wolken. Wir haben jetzt wieder. Nein, egal. Dann gehe ich halt unten rum und sehe nicht, was hier ist, aber egal. Gut, wir haben jetzt letzte Runde hier den Aufstand niedergeschlagen und unser untergegangenen Stolz gerecht. Der ist übrigens wieder hochgeploppt in Form von der neuen Armee, die jetzt gleich in ein paar Runden voll ist. Genau. Und hier die 10.000 gehen Richtung Marseille. Und hier mit denen werde ich dann Arsamosata gehen. Sata. Oder die Augen der Schlange. Ich glaube, ich gehe Richtung Augen der Schlange. Welche. Okay, der ist schon ganz gut unterwegs. Ah, der hat noch was. Ausweichen. Jawohl. Gut, und hier, der ist jetzt immer noch belegt. Wie ein Brötchen. Haha. Genau, dich habe ich gerade zurückerobert. Gut. Dann haben wir, glaube ich, alles. Und wir gehen in die nächste Runde. Rom ist anscheinend immer noch. Und The Hood, die haben jetzt Sardinien und noch eine Armee. Mit der Armee könnten sie versuchen, Rom zurückzuerobern, aber ich Die bezweifle das. Seelen unserer Vorfahren haben keine Verwendung für Rom. Was willst du denn? Wer bist du denn? So, die Armee, ne? Die werden immer belästigt durch diese wunderschönen friedvollen Agenten, die man allesamt in die Tonne knüppeln kann. Also die gegnerischen. So. Ah, cool. Der kommt sogar mir entgegen. Diese Wolken, ne? Großzügigkeit. Ja, ist nicht meine Stärke. Feind verwundet. Das hört sich gut an. Rang erhöht. Sabotieren. Ja, okay, das ist egal. Das weiß der Computer eh. Das ist gut. Ein Kind ist geboren. Schutz verfällt. Rang erhöht. Land offen. Wo ist das Land hier offen? Also hier ist das Land offen, aber hier sind zwei fette Armeen. Junge, du machst hier überhaupt keinen Sinn. Ja, jetzt bunkert er sich ein. Das heißt, das ist ein Fall für die 10.000. Oder ich. Nee, ich habe hier 2, 4. Ja, ich brauche eine gute freie Stelle. Oder ein gutes Schlachtfeld. Schlachtfeld. Okay. Vielleicht kannst du ja. Natürlich noch nicht. In 2 Runden kannst du das. Wenn du jetzt jede Runde eine komplette. Warte mal. Haben die sich gerade. Nee, oder? Ich muss mal kurz schauen, ob die sich gerade gegenseitig befeiten. Parther. Okay, nee, Baktrien und Parther sind defensive Verbündete. Das war ja klar.
Ganz genau, und das machen sie auch. Gutes Gefühl, vor allen Dingen, was jetzt richtig gut ist, diese schöne Stadt hat eine Mauer. Da kann er mit so viel... Was ist das denn für ein Quark? Da kann er mit so viel Fernkampfkavallerie kommen, es ist mir sowas von egal. Egal. Die ist erst Level 1. Warte, wo ist ein gegnerischer Agent? Ich will Level aufsteigen. Okay, dann gehe ich mal zu Bam. Der da muss hier bleiben, weil nämlich... Aha. Weil Makedonien hat hier so diese Schlaufe gemacht. Wir sind schon hier. Diese Schlaufe und ist dann runter und dann ist sie hoch, zapp, zapp, zapp und dann in Richtung Indien, dann Richtung oben, unten, das andere oben und dann in Babylon, nicht Babylon, oder? Doch, Babylon stirbt Alexander. Ja, gut. So. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall aufräumen, weil bis Alexander stirbt, müssen wir hier alles so vorbereiten, wie es der große Maestro gemacht hat. Gut, sehr gut. Ah, Darius Untergang. Hat natürlich einen General, einen Skill von General bekommen. Das ist wunderbar. Aha, wie der Stopp da. Du darfst Rom nicht aufgeben. Unsere Krieger dürsten. Ach, das ist mir sowas von egal. Das ist sowas von Wurschti-Burschti. Aha. Was will der denn? Das, oh, natürlich bunkert er sich wieder ein. Aber egal, ich glaube, ich werde den jetzt trotzdem angreifen. Jetzt gehe ich auf jeden Fall mal in Richtung... Was hat er denn da? Zweimal Elefanten. Aber der Rest ist nicht so gut. Das ist schön. Das ist nicht so schön, was der hier treibt. Das ist wunderschön. Dann platzen wir mal kurz den Tausch. Gut, du schaust mal, wer hier noch so kreucht und fleucht. Niemand. Ist ja nicht so viel. Du hast einen entdeckt. Willkommenes Scheitern, das ist nur dir willkommen. Du machst jetzt mal... Ja, du schaust hier mal, Susa. Okay. Hier. Was mache ich mit dir? Ich könnte den zwar jetzt angreifen, aber dann fällt die Stadt schon wieder. Oder er geht einfach in die Stadt. Dann bleibe ich nochmal hier. Ja, du gehst noch ein bisschen hoch. So, die Wolken sind ein bisschen weggegangen. Das ist sehr löblich. Du gehst mal jetzt in normalen Modus. Du gehst nach Mazaka und dann hier rein. Du machst jetzt, ich glaube, ich greife den jetzt wirklich einfach an. Genau, gewonnene Wohlstand durch Handel. Bis zur Rand der Welt, nee. Alter. Okay, das mache ich jetzt automatisch, weil wenn ich das spiele... Der hat sau viele Ballisten.
Was geht denn da? Oder ich spiele das. Ich spiele das. Komm. Das wird lustig. Das habe ich auch noch näher gesehen. Der hat halt, also, ja. Wenn das getauscht wäre, also er könnte locker gewinnen, wenn er die Nahkämpfer gut einsetzt. Dann kann er halt mich total auseinandernehmen. So, Scusi. So. Die Kavallerie ist mal hier. Laufen, rennen, jumpen, runnen. Der General. Bleib mal ein bisschen abseits. Ich muss ja versuchen, so schnell wie möglich die Speerkämpfer auszuschalten. Damit ich hier so schnell wie möglich hier vorankomme. Ja, oh. Alter. Komm schon. Noch ein bisschen zur Seite. So, jetzt halt. Das ist gut. Super gerade. Das ist gerade mehr als super. Komm schon da rein. Super. Geht mal außenrum, bitte. Ja, einfach feuerfrei hier. Zeigt denen mal, was ihr so könnt. So, warte, ihr stapft mal nach da. Super. Ihr geht jetzt mal raus.
So. Du gehst da rein. Ihr werdet jetzt mal da reinschießen, wenn ihr könnt. Naja, das hat jetzt die ganze Zeit nicht gewirkt, deswegen bin ich mal da raus. So, Hauptsache die Türme schießen nicht, beziehungsweise schießen für uns. Wir haben einen Turm eingenommen. Das ist doch sehr schön. Das ist löblich. Ah. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunst. Passt. Schön in den Rücken rein und dann hat sich die Sache auch. Ja, ein bisschen schneller können wir machen. Den General würde ich gerne noch töten. Das wollte ich hören, aber noch ein bisschen weiter. Huse, huse, huse. Und fertig. Sehr schön. So, knapper Sieg fand ich jetzt nicht. Also es wäre knapp geworden, wenn er meine Kavallerie gesehen hätte. Also wenn er mit der Speereinheit früher nach hinten gegangen wäre. Also konnte ich ja die Katapulte jetzt, die Ballisten jetzt aufhalten. Naja. Sehr schön. Lass ich mal frei und dann hier aber automatisch und ausgeglichen. Sehr schön. Dann. Nein. Ach, puh, gut. Nicht ins Wasser, bitte nicht ins Wasser. Geschossschaden, Nachtkämpfe. Ich mach mal Hinterhalt. Das Gute ist nämlich, wenn er mir dann einen Hinterhalt legt, dann bekomme ich nicht so krass viel Mali darauf. Ist ja klar, ne? Also, weil bei Hinterhalt, warte mal, ich kann mal kurz schauen, das weiß ich nicht, im Köpfchen. Ja, warte. Warte. Ja, ach Gott. Habe ich irgendeine Armee, die draußen steht? Warte mal. Die stelle ich jetzt mal raus. So. Hä? Das steht gar nicht da, oder was? Normalerweise ist... wo stand denn das dann? Upsala, upsala. Wo stand denn das dann? Ich glaube, die Einheiten bekommen irgendwie 30% Mali auf... auf Moral, soweit ich mich erinnern kann. Ah, er hat hier wieder eingenommen. Das ist sehr löblich. Gut. Dann nächste Runde werde ich Richtung Zatrakarta gehen. Was für eine toll, was für ein toller Name. Neapolis hat er auch wieder eingenommen. Mal schauen, was die Spartaner dagegen zu sagen haben. Das wäre auch nochmal sehr interessant. Sparta gegen Rom.
Also Sparta war ja zur Zeit der römischen Invasion in Griechenland nicht mehr so die Bedrohung, sage ich mal. Ich spreche das Wort aus, das einem Krieger am schwersten fällt. Friede. Es ist ein ehrbares. Ja, nö, ist es nicht. Du hast mir wirklich sehr wehgetan damals. Die Vor ein paar Liebe Jahren. zum Gold weckt das böse Menschen. Hä? Was Uns willst du denn vorher jetzt von mir? Gold. Woher kennt er mich eigentlich? Es ist wenig. Ja, alles gut. Alles fein, alles fein. So. Genau, jetzt wo ich hier ein bisschen aufräume, kommt natürlich Pergamon wieder zurück. Das ist natürlich. Genau, und hier wird jetzt auch angegriffen. Ja. Ja. Naja. Das war dann wohl nichts, ne? Ah, Ruckel, Ruckel. Ruckel die Ducke. Was macht der eigentlich die ganze Zeit? Euer Der nächster Schritt Ma. ist klar. Ihr nehmt es an. Okay, erklären den Tierkönig Toben. Ja, läuft. Der geht immer eins vor, eins zurück oder so. Und das ist anscheinend. Aha. Ich bin Imperium. Ein Sohn wird erwachsen. Ach, echt jetzt? Das ist doch Quack. Blödsinn, Kack. Du kommst jetzt mal zurück. Hatte, welche hat er aufgelöst? 4, 4, 2, 4, 6, 2, 4. Eine Kavallerie. Ja, wow. Schön hast du das gemacht. Sehr, sehr schön. So, das will ich spielen. Das will ich spielen jetzt. Ich glaube, ich werde. Er kommt sogar raus. Das ist sehr freundlich von ihm. Das ist sehr gut. Ich wollte gerade nämlich sagen, wenn das nämlich eine Belagerung gewesen wäre, hätte ich zuerst auf die zweite Armee gewartet. Aber so ist das natürlich was ganz was anderes. Flop, flop, das könnte ich sogar. Upsi. So lassen, aber ich mach Keile. Keile sind nämlich super gut gegen. Also nicht gegen, sondern für Angriffsbonus. Es nähert sich feindliche Ach, Unterstützung. sieh mal eine an. Das ist so einer. Aha. Tja, die da bringen dir auch nur was, wenn du die anzündest, mein Lieber. Warte, wo ist der? Ach, da hinten. Dann kann ich mich ja ein bisschen umstellen. Und vielleicht kann ich die sogar gegen ihn benutzen. Interessanter Fluss da hinten, ne? Ah, und da ist das Meer. Sehr schön. Ich sehe halt wirklich nur eine Einheit. Ah, jetzt kommen die anderen. Ich habe ihn gar nicht Alter, wie sagt man das Wort? Registriert. Danke. Regressiert, wollte ich sagen. Super. Das. Das ist so eine Schräglage hier ist. Die müssen sowieso Brandgeschosse machen gegen die tollen Elefanten.
Der wird sich jetzt hier aufstellen. Mal schauen, ob er auch angreift. Aber ich glaube nicht. Persische Elite-Bogenschützen. Ah, das sind die da, genau. Ja, sag ich da. Der macht das ja jetzt halt wirklich gegen seine eigenen Leute. Eieiei. Eieiei. Uiuiui. Die können ein bisschen weiter schießen. Ich versuch mal, die da zu schocken. Ja, hat funktioniert, aber die greifen trotzdem an. Warte, und jetzt nochmal die da. Ja, der geht einfach durch, ne? Ist in Ordnung. Der geht auch einfach durch, ist in Ordnung. Das war jetzt nicht ganz so positiv. Das war gerade gar nicht positiv. Was passiert hier gerade? Unser General wird angegriffen. Alter, das ist gerade mega shit. Das ist gerade mega, 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 mega shit. Puh. Hey, hier ist halt. Ja, egal. Ich muss dir. Ja, hab nur einen verloren. Das ist ganz gut. Das ist gut. Das war gerade katastrophal schlecht. Hat er noch Elefanten? Nee. Bitte auf die Kavallerie. Und der Le General kommt mit. Ihr greift an. Du gehst Richtung Rücken. Hey,
das läuft gar nicht. Das läuft richtig nicht gut. Hier mache ich jetzt mal normal. Was machst du denn jetzt? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, das ist ganz gut jetzt. Der General von denen packt rum. Das begrüße ich natürlich. Ja, die Pikiniere sind natürlich wieder eine Nummer für sich. Kavallerie. Der feindliche General ist tot. Schon mal gut. Kavallerie, bitte weg da. Ihr geht mal alle jetzt Richtung hier. Warte, was ist das jetzt? Ich wusste gar nicht, dass der noch sowas hat. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Super. Und jetzt volle Kanne da rein. Wendet sich zu unserem Gunsten. Ja, das war nämlich am Anfang nicht so. Warte, ihr dürft ruhig Flammen machen. Bam! Voll in den Rücken rein. Fortfahren, bitte. Uiuiui, das war nicht so erfolgreich, überhaupt nicht. Das war gar nicht erfolgreich. Das ist blöd, dass der jetzt darum geht. Aber dann halte ich ihn halt so auf. So, chargen, bitte. Ja, genau. Genau, der geht jetzt nach da, ne? So, nochmal schön alles aufreiben.
Das war, also der Anfang war richtig grottig. Der war richtig schlecht. Ah, ja, Pyrrhus-Sieg, ja. Über die Hälfte verloren. Das war sehr schlecht. Obwohl der nur 500 getötet hat. Ja, okay, nur. Naja, gut. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Warte, die können wir noch. Wir können jetzt. Jede Armee von uns upgraden, weil ich nämlich die tolle Siedlung da. Eingenommen habe. Und das mache ich natürlich hier, solange ich noch kann. So, das waren alle. Gut, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Bye.